Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und zum heutigen Thema, die Schönen und die Reichen, Miss Pretty. Ja, und damit bringe ich auch schon gleich meine Überleitung nach Amerika, nach New York. Und da habe ich eine Räuberstory gelesen im Netz. Die muss ich Ihnen hier weitergeben. Ich zitiere die auch, wo ich die her habe. Sie stammt aus einem Forum. Und zwar hier aus einem Dating-Forum. Ja, kennen Sie alle, wenn Sie die Männersender gucken, Tele5 und so. Da kommen dann immer so, wie heißt denn das? Partnership, E-Darling heißt einer. Und so, also da kommen immer so, und da sagt dann immer so Männer, die sind dann so Architekten und so Zeug, die klettern durch die Gegend. Mädel, tothübsch, die wollen nicht auf den Zufall warten. Und boah, wer immer da nun andere sucht und sagt, Dating-Plattform, das ist es, ne? So, und hier aus einer Dating-Plattform hat es nun eine anonyme Diskussion, wie bei uns im The Whiskey Store im Forum, hat es nun geschafft, um den Globus getragen zu werden, und zwar ja genau in meinem Sinn. Ich muss einfach hier jetzt anfangen, ein bisschen vorzulesen. Ist Englisch, ich übersetze das dann on the fly. Und zwar bei Viral Novelty, so heißt hier oben dieses Ding. So. Und da sieht man hier so ein hübsches, wirklich hübsches Mädel. Ne? Alter, irgendwo 20, 25. Dieses schöne Mädchen, ich weiß nicht, ob das ihr eigenes Bild ist, suchte einen reichen Ehemann. Die Antwort, die sie von einem Banker bekam, war priceless. Ja, war also unbezahlbar, kostenlos, wie auch immer man das übersetzen möchte. Und hier nun also das Posting, und das geht dann immer über anonyme Namen. Also in diesen Foren ist man anonym, gibt sich ein Nickname, und sie nannte sich nun Miss Pretty, also Fräulein Schön. Und die Antwort kam dann vom CEO JP Morgan. Ja, große Bankhaus USA, da die als da besonders reich gelten. Ne? So, wie gesagt, dann sagt sie also nun, ich werde ehrlich zu Ihnen sein, was ich hier jetzt sage. Ich bin 25 Jahre alt, ich bin sehr schön, habe Stil und einen guten Geschmack. Ich möchte einen Herrn, a guy, heiraten mit $500,000 jährlichem Einkommen oder darüber. Ja, mehr geht immer. Ne? So, und jetzt muss man halt diese $500,000 pro Jahr, darf man schon mal ein bisschen relativieren. Und da möchte ich auf die Videos über die High Net Worth Individuals hinweisen, wie man also nun diese Leute einordnet. Und $500,000 Jahreseinkommen gilt man noch nicht zu diesen High Net Worth Individuals. Nein, ist man eigentlich noch ziemlich weit unten. Und so schreibt sie entsprechend weiter. Sie sagen jetzt vielleicht, dass ich gierig bin, aber ein jährliches Einkommen von 1 Million ist in New York eigentlich nur Mittelklasse. Ja, da ist teuer, ne? Vor allem dann Manhattan, ne? Meine Anforderungen sind nicht hoch. Ist irgendjemand in diesem Forum, der hat ein Einkommen von 500.000 im Jahr hat? Sind sie alle verheiratet? Ich möchte fragen, was soll ich tun, um reiche Personen wie Sie zu heiraten? Jo. Gut, deshalb sage ich hier die Reichen und die Schönen im Titel. Also hier geht es um eine Schöne, die möchte einen Reichen heiraten. Jeden, den ich bisher gedatet habe, ja, vielleicht hat sie Speed-Dating oder über diese Partnerbörse da das gemacht, hatte ein höchstes Einkommen von $250,000. Das war der höchste, den sie erreichen kann. Und es sieht so aus, als ob dies mein oberes Limit wäre. Die hat also taxiert. Ne? Zweite Frage, was machen Sie? Was verdienen Sie? Ja, okay. Wenn jemand in einer, ja, hochpreisige Wohngegend im Westen von New York, vom Central Park zieht, 250.000 jährliches Einkommen reicht da nicht aus. Kann ich bestätigen, Freund von mir wohnt in New York in einem Apartment, und die Preise sind, ich sag mal so, zwischen Faktor 5 und Faktor 10 von München. Und München ist eine der teuersten Städte in Deutschland. Also ist richtig teuer. Und sie möchte also jetzt hier demütig die folgenden Fragen loswerden. Erstens,
Wo hängen die reichsten Junggesellen rum? Bitte listen Sie die Namen und Adressen von Bars, Restaurants und Fitnessstudios. Welche Altersgruppe sollte ich angehen? Ich würde mal sagen, 95 und drüber wäre eine gute Zahl, ne? Drittens, warum sehen die Ehefrauen der reichen Leute alle nur durchschnittlich aus? Sie hat ein paar Mädchen getroffen, die kein tolles Aussehen haben und sind nicht wirklich sehr interessant, aber sie waren in der Lage, reiche Menschen zu heiraten. Wie entscheiden Sie als Reicher, wer deine Ehefrau sein kann und wer nur deine Freundin? Mein Ziel ist es, jetzt verheiratet zu sein, zu werden. Gezeichnet Mrs. Pretty. So, also eine Frau mit einem klaren Ziel. Hier Zielfindung, ganz wichtig, Ziel heiraten und zwar reich, hohe Ansprüche. Nein, eigentlich nur Geld und sie möchte in New York wohnen. Westlich Central Park. Ja, Waldorf Astoria, dahinter sind die schönen Gegenden. Gut, eine philosophische Antwort kam vom CEO JP Morgan. Dear Miss Pretty. Ich habe Ihre Anfrage mit großem Interesse gelesen. Ich schätze, da sind eine Menge Mädchen draußen, die haben ähnliche Fragen wie Sie. Bitte erlauben Sie mir, Ihre Situation als ein professioneller Investor zu analysieren. Ja, anscheinend ist er hier nun Finanzinvestor, nennt sich CEO JP Morgan. Ja, er wird es nicht sein. Ich habe nie nachgelesen, wie der heißt. Die CEOs wechseln da so schnell bei den Banken. Ja, egal. Sein jährliches Einkommen ist mehr als $500,000, das Ihre Anforderung erfüllt. So, ich hoffe, jeder stimmt mir zu, dass ich hier keine Zeit verschwende. Also Frage und treffende Antwort aus der richtigen Zielgruppe. Aus dem Standpunkt eines Geschäftsmanns ist es eine schlechte Entscheidung, dich zu heiraten. Die Antwort ist sehr simpel. Also, lassen Sie mich erklären. Lassen wir die Details alle weg. Sie möchten etwas handeln, Exchange, sagt er, und zwar Schönheit gegen Geld. Die Person A bringt Schönheit und die Person B zahlt für sie. Fair and square, also ehrlich, geradlinig, passend. Es ist aber ein tödliches Problem hier drin, ne? Und zwar, deine Schönheit wird schwinden. Aber mein Geld wird nicht von mir weggehen, ohne irgendwelche besonderen Gründe. Ob man daran denkt, dass die es verprasst, weiß man nicht. Die Tatsache ist, mein Einkommen wird wahrscheinlich von Jahr zu Jahr steigen, aber du kannst nicht jedes Jahr schöner und schöner werden. Aus dem Gesichtspunkt der Ökonomie ist er ein werterhaltendes oder wertwachsendes Asset, also Anlagegut, Vermögen, das seinen Wert erhöht. Und das schöne Mädchen, Miss Pretty, ist ein, ja, das, den Wert verminderndes Asset, ein Depreciation Asset, ein Asset, was abgeschrieben wird. Und zwar nicht normale Abschreibung, sondern exponentielle Abschreibung. Wupp, geht die Schönheit runter. Ne? Dritte Kind ist ein fetter Ness. Oh, boah, Gender. Ich bin hier sehr, sehr unfair. Gut, die Frage ist, wer hier jetzt gegen Gleichbehandlung und Gender verstößt? Ist das er, der ihr hier ein bisschen die Flausen im Kopf zurechtrückt? Oder ist es sie, die sie einfach ihre weiblichen Waffen und weibliche Schönheit dazu missbrauchen will, einen Herrn über den Tisch zu ziehen. Ne? Also wer hier nun gendermäßig nicht korrekt handelt, ist die Frage. Ne? Also er, weiß ich nicht. Sie aus meiner Sicht schon. Ne? Ja, gut. Wenn, und jetzt kommt der entscheidende Satz, wenn die Schönheit dein einziges Vermögen ist, jetzt Vermögen nicht im Sinne von Geld, sondern in Fähigkeiten, Anlagegut, dann wird dein Vermögen in 10 Jahren nicht mehr das sein, was es war. Wenn man in den
in den Terms of Wall Street redet, also in den Begrifflichkeiten der Wall Street redet, dann hat jeder Handel seine Position. Wenn ich jetzt mit dir date, haben wir also eine Trading-Position. Schönheit Geld. Wenn der Handelswert sinkt, dann macht es nicht viel Sinn, diese Position über längere Zeit zu halten. Boah, jetzt wird's hart, ne? Genauso geht es mit der Heirat über die Jahre. Das kann grausam sein, dies hier zu sagen. Die weisere Entscheidung mit Anlagevermögen, mit großer Abschreibung ist verkaufen oder sogar nur leasen. Der Grund, warum man Autos häufig nur least. Ne? Jeder mit über 500.000 Dollar jährlichem Einkommen ist kein Idiot, ne? Ist kein Blödmann. A fool is not a fool. Wir würden uns nur mit dir treffen, dich daten, wir würden dich aber nie heiraten. Ich würde an deiner Stelle, oder I would advise you, ich rate dir, vergiss es, zu versuchen, einen reichen Mann zu heiraten. Und falls du es schaffst, selber eine reiche Person mit 500.000 Dollar jährlichem Einkommen zu werden, dann hast du da eine weitaus bessere Chance, als einen reichen Idioten zu finden. Ich hoffe, das hilft. Signed, JP Morgan CEO. Gnadenlos bringt die menschliche Seite wirklich auf den Punkt. Na? Wenn eine Person zu einer Heirat nur hübsch und schön beibringen kann und dann jährlich nochmal 100.000 braucht, um Schuhe, Kleidung, Peeling, Friseur, Shopping, sich auf diesem Schönheitsniveau halbwegs möglich zu halten, ist das eine schlimme Sache. Ne? Das reicht nicht. Und deswegen gehen diese Reichen hin und heiraten Frauen, die noch mehr zu bieten haben. A, zum Beispiel Geist, Intellekt, nettes Wesen, Mütter der Kinder zu sein. Oh, schönste ist natürlich Liebe auf den ersten Blick. Seelenverwandtschaft und was es da so alles an Heiratsgründen gibt. Aber ganz bestimmt nicht Schönheit gegen Geld. Und dann muss man sich dann mal die Gedanken, wie ich am Anfang im Titel gesagt habe, die Schönen und die Reichen, muss man sich mal überlegen, wie denn das dort in diesem Jet-Set mit den Schönen und den Reichen ist. Wie lange halten denn da die Heiraten? Was passiert denn dann mit den Schönen, die ins Alter kommen und auf einmal kein Geld mehr haben und auch die Schönheit verblasst? Ganz arme Schauspieler zum Beispiel gibt es auch. Ja? Es macht also durchaus Sinn, darüber nachzudenken, neben seiner Schönheit auch andere Aktivpositionen aufzubauen. Zum Beispiel, fällt mir ein, gute Bildung, Schulnoten, toller Abschluss, ein Studium, einen hervorragenden Job. Auch wenn man jetzt sagt, man will heiraten und Kinder kriegen und so weiter. Eine hohe Bildung und ein guter Job ist nicht zu bezahlen. Erhöht die Trading-Position. Tja, das soll es mal hier mit den Schönen und den Reichen vorerst gewesen sein. Ich habe da noch was, aber das muss ich erstmal zusammenstellen, muss ich erstmal ein bisschen zusammensuchen. Und wenn sie nicht so schön sind, machen sie nichts draus. Es kommt auf die Assets an, die sie angehäuft haben. Ne? Ob da eine Whisky-Sammlung aus 10.000 Flaschen mit dazu zählt, wage ich jetzt mal aus dem Blick einer heiratswilligen Miss Pretty nicht unbedingt so zu sehen. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.